Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Stream. Ja, ich habe ja gesagt beim letzten Mal, dass ich noch mal ein bisschen was offscreen mache und ich habe offscreen ein bisschen was gemacht. Ich habe ja gesagt, ich will noch mal ein bisschen so die Crocs sammeln und dass ich das auch aufnehme, wenn ich die einsammle. Also, ich habe diese Screenshot-Aufnahmefunktion dafür genutzt. Aber bevor ich hier zeige, wie bei jedem Stream hier zu The Legend of Zelda. Das werde ich jetzt bei jedem Anfang nochmal sagen. Ich will nicht, dass irgendwo gespoilert wird. Erzählt mir nichts vom Spiel. Keine Tipps und Tricks. Ich will davon nichts hören. Wenn ich davon was höre, gibt sofort einen Bann. Dann seid ihr aus dem Chat verbannt. Sowohl bei YouTube als auch bei Twitch. So, und jetzt heißt es heute, wir springen in den Tod. Ich wüsste jetzt nicht halt, wo man anders hinspringen sollte. Die Frage ist nur, auf welche Seite springe ich runter? Am besten auf der hier, ne? Da ist am ehesten ein Fluss darunter. Ich würde sagen, let's go, Sprung in den Tod. Es wäre gut, wenn wir nah am Land wären. Ah, endlich wieder fester Boden unter den Füßen. Ach ja, ich habe natürlich auch wieder die Amiibos durchgehauen. Und dabei habe ich erstens mal unseren ersten Boomerang bekommen. Und noch viel wichtiger, wir haben endlich eine Mütze. Ich habe vom Link-Amiibo die Mütze bekommen. Ein bisschen mehr Erfahrung, ach, Erfahrung, Verteidigung. Können ein bisschen länger leben. Und jetzt müssen wir uns erstmal hier in Hyrule zurechtfinden. Oh, die Feuerfrüchte. Wie nimmt man direkt? So, wo wollen wir denn überhaupt hin? In die Richtung, ne? So. Okay, das war eine Sorge, die ich letztes Mal hatte, ob ich überhaupt von unten wieder nach oben käme. Und offenbar, ja, ich komme. Das habe ich übrigens auch erst offscreen gesehen. Wenn man auf die Kapselspender geht, dann sieht man, was die alles innehaben. Jetzt muss ich aber erstmal gucken. Da will ich hin. Also so ungefähr der Turm da. Ja, ist sogar perfekt. Aber bevor wir da jetzt hier hinrennen, es gibt eine Sache, die ich mit dem Boomerang ausprobieren will. Nämlich hier mit den Sonau-Dingern. Abgesehen vom Kochtopf, was dabei rauskommt. Aber offenbar muss ich erstmal den da umnieten. Tschüss. Müssen ja gucken, was bei dem Boomerang da so bei rumkommt. Okay. Mit kleinem Getier. Nicht mit großem Getier, nur mit kleinem. So, ich will es jetzt wissen. Einmal mit dem Flammenwerfer will ich wissen. Mit dem Ventilator. Und mit dem Gleiter. Ich habe einen Gleiter zu viel. So, Synthese ist auf Fokus gesetzt. So, Boomerang, komm her. Ich will die Kombination mit einem Boomerang mal sehen. Macht das was, während es fliegt? Nee. Okay.
Dann einmal mit dem Flammenwerfer. Keine Sorge, ich habe richtig viele von den Dingern offscreen noch geholt. Boah, sieht das geil aus. Okay, der Flammenboomerang gefällt mir. Und wie sieht das jetzt beim Gleiter aus? Fliegt er geradeaus oder kommt er zurück? Ich habe das Fangen verlernt. Okay, an dem Boomerang kommt auf jeden Fall der Flammenwerfer. Wenn ich neue brauche, kann ich mich hier einfach wieder da hochsetzen. So. Jetzt haben wir einen Flammenboomerang. Kann nur praktisch sein. Kann ich die Räder aufheben? Oh, wir bauen uns jetzt einen Wagen. Okay. Was wollen wir zuerst für ein Auto? Ein solides Brett. O Mond, in tiefes Rot gefärbt. Nichts entgeht deinem blutigen Schein. Die Seelen der Monster erlangen wieder eine fleischliche Gestalt. Ergießt sich ihr Hass von neuem über das Land. So, ist mein Freund wieder da, den ich gerade umgenietet habe? Ja, ist er. Nee, warte, kein Flammenknüppel. Ich mach kaputt, was ich gerade geschaffen habe. Warum trägst du eigentlich so viele Äpfel mit dir rum? So, Leute, darf ich vorstellen, das Shining Mobil. Das wird sowas von nicht funktionieren. Es funktioniert! Aber man kann es nicht lenken! Verdammt! Nein! Bleib hier! Aber hey, es funktioniert. Das ist die Hauptsache. Ich hab ein Auto gebaut! Das hat jetzt wie lange gedauert? 15 Minuten. Verdammt. Sprit ist alle. Das behalte ich. Das Shining Mobil. Es funktioniert. Damit werde ich jetzt in die Gegnermassen da reinrasen. Ich sehe überhaupt nichts. Ein Moment, wir müssen kurz einmal drehen. Da müsste ich Bomben drauf platzieren, die ich von Weitem zünde. Hätte ich ein Bombenauto erschaffen. So, auf in die Schlacht! Um Gottes Willen, das sind wirklich Bomben. Mein Schallmobil hat was vernichtet! Das war's wert! Das war die 15 Minuten wert, ein Auto, das in Bomben reinrast. Braucht jemand einen Ventilator heute ganz billig zu verkaufen?
Aber Junge, ist das Auto mal gut in die Luft geflogen? Der Armleg, der war einfach nur schön. Jetzt habe ich aber 15 Minuten gefühlt einfach nur verschwendet. Ich glaube, da mal ich, wenn das kein anderer Clip, trotzdem in der Clip aus. Das war schön. Ach guck mal, man kriegt sogar die Möglichkeit, an jeder Ecke ein neues Shiny-Mobil zu basteln. Guck mal, kann ich auch an jedem Anfang der Folge ein Shiny-Mobil für euch zusammenzaubern. Ich mache jetzt aber kein weiteres. Auch wenn ich wahrscheinlich so schneller unterwegs wäre, dass in 15 Minuten die Probau draufgehen. Ach ja, das habe ich auch nicht gesagt. Da oben in dem Baum war die alte Winterhose gegen Kälte. Das hatte ich gar nicht erwähnt. Die habe ich da oben auch gefunden. Ich weiß ja, wo ich hin muss, aber das wird eine ganze Weile dauern. Hier, frisst den Kochtopf. Vielleicht bringt er auf einem Fall ja was. Jetzt könnt ihr kochen. Ihr bringt halt einfach gar nichts als Waffe. Was macht er eigentlich auf einem Pfeil? Ablenken. So, aus dem Weg mit dir. Du bist allein, Kollege. Eine verrostete Lebarde. Kann ich gut gebrauchen. So, her mit den Kistling. Ich weiß ja, wo ich hin will. Ich will zu dem Turm da. Ein rostiger Zweihänder. So, du hattest was Synthetisiertes wahrscheinlich, oder? Ja, ein Feldbockenhammer. Hat hier sonst noch irgendwer was liegen lassen? Ein Stock. Da sehe ich es glitzern. Und weiter geht die Wanderschaft. Das Spiel will aber auch, dass ich mir ein Auto baue. Da ist bestimmt eine Kiste. Oder zumindest ein Krog. Gewöhnt euch daran, dass ich mich leicht ablenken lasse. Los, mein Flammenbumerang! Der Flammenbumerang ist richtig gut. Ich liebe es einfach. Hat der nicht auch wieder Äpfel gedroppt ohne Ende? Komm, hier muss irgendwas sein. In den kaputten Turm. Da gehe ich die Wette ein. Die Feuerfrüchte kann ich gut gebrauchen. Ich habe viele Holzpfeile offscreen gesammelt. Kann ich mir Feuerpfeile machen. Ein Moment. Ich weiß noch, wie ihr funktioniert. Oh,
Rubinsynthese? Nee. Naja, zumindest schon mal ein bisschen Geld. So, hier ist doch 100 pro irgendwo ein Krog. Hallo, Zelastos. Du siehst mich nicht. Unauffällig. So, dann synthetisieren wir doch mal das Schwert mit der Lebare. Jetzt ist sie noch rostiger. Ich weiß ein Besen, wenn hier nichts ist. Eindeutig, da drunter ist was. Wo ist meine Feuerfrucht? Ich wusste es. Da kannst du den Stein wieder haben. Ich hätte gerne den Gleiter, den man auch beim ersten hatte. Der war so schön im Inventar. Oh. Schon mal markiert? Was von beiden ist näher? Der Tempel. Ja, Hajo, ich lebe jetzt ein bisschen in der Luft, ne? Das finde ich so schön an dem Zelda-Spielen. Sie haben keine feste Reihenfolge, was man machen soll. Pesttümpel. So, habe ich schon mal einen Teleportpunkt hier unten. Mit dem Blitzschlag, den kann man auch gut für sich nutzen. Formenrätsel. Okay, ich sehe direkt, was gemeint ist. Wir brauchen ein X. Hat funktioniert. Easy. Und trotzdem daneben gesprungen. So, was ist die nächste Form? Okay, zwei Vierecke und zwei Quadrate. Na gut, das ist ja relativ einfach. Einfach durchschieben, passt schon. Ich hatte gerade kurz Angst, dass es mir auf den Kopf fällt. Komme ich nicht so drauf gekraxelt, ne? Ich will die Kiste. Wieso werfe ich immer aus Versehen?
Ich kann in den Teil nicht hochklettern, ne? Muss das kleinere nach oben. Oder ich versuche das so ein bisschen anzuschrägen. Funktioniert so halb. Neuer Plan. Ah, ich darf die hier nicht setzen. Okay. Dann brauche ich einen Plan C. Mir kommt gerade ein Plan C. Ich vergesse die ganze Zeit, dass ich diese Fähigkeit habe. Na gut, man ist halt noch das Denken vom alten Zelda gewöhnt mit Breath of the Wild, ne? Da können solche Denkfehler schon mal vorkommen. Ist doch die Form. Einfach durchquetschen, das klappt schon. Fall nicht auf meinen Kopf. An der Stelle ein bisschen zu dick. Ah, jetzt verstehe ich. Hab's durchbekommen. Ja. Muss ich nur die richtige Passform hier finden. Und geschafft. Ein weiteres Segenslicht wurde erobert. Ich gehe mir nicht davon aus, dass ich diese Kapselspende hier unten auch finden kann, ne? Wie, dir geht's schlecht? Was kann ich für dich tun? Liebe Reisender, tu deinem Körper den Gefallen und halte dich von dieser seltsamen Substanz fern. Ja, ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man damit in Berührung kommt. Okay. Da unten, da willst du hin.
komme ich doch nicht lebend an. Fall bloß nicht rein, Junge. Okay. Oh. Wer ist denn Joscha? Oh. Okay. Soll ich dich denn dann ansprechen? Kann ich da Feuer irgendwie machen? Nö. Ja, du wirst schon wissen, was du tust, ne? Geht es einem mit dem da hinten? Ich weiß. Wollte nur mal anfassen. Keine Sorge, Füchster, ich tue dir nichts. Oh, Lichtpfeile? Ja, Lichtpfeile. Ich will sie ausprobieren. Gib mir einen Gegner. Fight me, Demon. Fight me. Oh, lecker Honig. Hm? Friss ein Lichtpfeil. Einfach instant gereckt. Ich sehe jetzt schon den einen oder anderen Schrein. Aber wir wollen erstmal zu dem Turm da. Ein Shining Mobil können wir irgendwann anders noch mal bauen. Wenn ich einfach meine Autos. Darf ich auf euren Turm klettern? Ernst gemeinte Frage. Der sieht so einladend aus. Ja, ich bin es. Der einzig wahre Link. Och, ich war in den Wolken. War ich nicht. Ach, die gute alte Pura. Es war doch die alte, die sich zum Kind gemacht hat. Ich will immer noch da oben drauf klettern. Ich habe dieses Verlangen. Und ich würde gerne ein Pferd mitnehmen. Gibt's auch bestimmt viele Synthesematerialien. So viel, was man machen will. Hallo. Dich kenne ich noch. Mir geht's gut übrigens. Werde ich machen.
Oh, so Nanium. Ich darf es offenbar nicht nehmen. Erster Stock. Hier ist nicht erster Stock. Da ist erster Stock. Hallo. Ja, ich bin wieder da. Das ist ja... Wo kommst du auf einmal her? Stopp! Du bist kein Gespenst, oder? Nee. Für die, die es noch nicht wissen, bei Sequenzen mache ich mich aus dem Bild. Steht schon mal fest. Wir haben reichlich zu bereden. Kommt da noch was? Du und Prinzessin Zelda, ihr wolltet also die Geheimnisse von Schloss Hyrule erkunden, ja? Und im Untergrund seid ihr auf eine Mumie gestoßen, welche vor euren Augen zu neuem Leben erwachte. Dann ist Prinzessin Zelda in die Tiefe gestürzt und verschwunden. Das muss der Zeitpunkt gewesen sein, als das Schloss plötzlich hochschwebte und gleichzeitig all die Ruinen herabfielen. Du bist auf einer Insel im Himmel erwacht. Der Arm, der die Mumie niederhielt, muss dich also irgendwie gerettet haben. Und dann hat dir ein fremdes Wesen das Pura-Pet überreicht. Auch soll der rechte Arm vorher jemandem namens Rauru gehört haben? Aber das Master-Schwert ist weg. Da kann man von Glück reden, dass dich Prinzessin Zeldas Stimme schließlich zu uns geführt hat. Ja, sehr unglaublich. Ich bin in einem See gesprungen. So habe ich es überlebt. Okay. Ja, mit dem da, ne? Wo könnte sie nur stecken? Wie soll die denn da noch leben? Da ist überall Miasma. Okay. Sag doch, das war doch die letzten Teil des Spiels zu klein war. Die sich selber irgendwie jugendlich gemacht hat. Die ist ja ganz alleine. Hallo, ich trete mal ein. Ist hier irgendwas? Die Studien zum Kataklysmus. An diesen Tagen bebte das Land und vermeinte bodenlose, tiefe Abgründe taten sich auf. Am Himmel begann es zu rumoren. Auch für den schwebende Inseln erschienen, die seither Teile von Ruinen herabregnen.
Du hast ein ganzes Buch in der kurzen Zeit geschrieben. Zu allem Übermaß jedoch erhob sich auch noch Schloss Hyrule in die Luft und stellte unser aller Weltbild auf den Kopf. All diese Geschehnisse scheint nur ein Begriff wahrhaft treffend zu beschreiben. Kataklysmus. Und damit ist nicht der von Cat Noir gemeint. Den Abgründen entsprang eine übel anmutende Materie, die alles erfrisst, was mit ihr in Berührung kommt. Jeglicher Kontakt führt dazu, dass der Betroffene von unheimlichen Leiden befallen wird. Als wäre dies nicht schrecklich genug, umschließt diese furchtbare Substanz all unsere Waffen und zerfrisst auch diese. Wir nennen sie Miasma. Mangels weiterer Erkenntnisse entscheiden wir, die Inseln im Himmel fortan als Himmelsinseln zu bezeichnen. Ist nur ein Verdacht, aber anhand der herabfallenden Ruinen vermute ich, dass sie der Sonau-Zivilisation entstammen. Von jedem Sonau weiß man sehr wenig, es heißt jedoch, dass sie einst den Himmel bevölkerten. Trotz der offensichtlichen Gefahr, die der Kataklysmus für Hyrule darstellt, kann ich mich eines Gedankens nicht erwehren. Die derzeitige Situation könnte durchaus Anlass für eine gründliche Auseinandersetzung mit unserer Geschichte sein. Hat dieses Buch auch noch ein Ende? Meinem Impuls folgend leitete ich sofort die Erforschung abgestürzter Ruinen und der Himmelsinseln in die Wege. Erste Anhaltspunkte lieferte ein Bericht der Dorfvorsteherin Karikos über dort gefundene Ruinen mit Textfragmenten. Ich wies in die Sonau-Forschungsgruppe an, mit in jedem Dorf in Nekluda nordöstlich des Spielposts Quartier zu beziehen. Ich höre mal auf mit dem Lesen. Ich lese mir das offscreen, wenn durch, falls da irgendwas Wichtiges drin steht. Sonst noch irgendwas? Oh, ich habe ihr geheimes Tagebuch gefunden. Es ist sogar wirklich das Tagebuch. Ja, eine Truppe in den Hyrule, nicht einmal zu Prinzessin Zelda wurde von... Okay. Sie hat ihre Tagebücher verstreut. Ich habe jetzt einfach nur grob überflogen. Oh, hier ist wohl ein Gleiter nach unten geflogen. Ich will immer noch auf diesen Turm. Darf ich? Ich habe sonst noch andere Mittel und Wege. Nein, die waren intelligent. Die waren intelligent beim Bauen. Nein. So haut man zu. Darf ich jetzt hier mir Sachen gönnen? Nein, darf ich nicht. Okay, Richtung Hyrule. Wir haben ja die Himmelsrichtung. Was liegt denn da auf dem Tisch? Ach, noch ein Tagebuch. Ich weiß, dass in dem ein oder anderen Buch auch mal Rezepte fürs Kochen stehen. Wäre so ein Ort, wo ich Items verstecken würde. Ach, ich wollte doch nur da hoch. Ich sehe denn was? Ja, hier wäre so ein Sonau-Ding.
da ist auch ein Tempel. Ja, wenn er schon mitten auf dem Weg liegt, da sage ich doch nicht nein. Bleib hier Mittagessen. Lauf doch nicht weg. Warum hat der Bobblim-Knochen bei diesem Spiel hier so viel Angriffspower? Der ist ja massig stärker als mein Stock. Damit eine Synthese. Jetzt habe ich ein richtig starkes Schwert. Hallo, ist hier jemand? Nee, alle ausgeflogen. Oh, hier liegen aber ein paar gute Waffen. Reise-Zweihänder. Ciao. Und eine Reise-Lanze. Warte mal, bessere Idee. Einmal ablegen, nehmen. Badadada. Bei der Reiselanze muss ich mir noch überlegen, was ich drauf pack. Stimmt ja, den Schrein will ich ja mitnehmen. Guck mal, man muss es anfassen, dann kommt man rein. Nicht einfach nur anstarren. Das sieht überhaupt nicht merkwürdig aus mit dem Prügel. Kampftechniken werden hier erprobt. Oh nein. Okay, welche Anweisungen? Ach so, diese Anweisung, ja, die kann ich. Ich soll hier einfach nur das Ausweichen trainieren. Ich verstehe schon. Ja, da nehme ich eine Scheißwaffe eben kurz in die Hand. Ich war zwar nicht mal mehr in Angriffsreichweite von ihm, aber egal. Oh, das Schwert vorne ist kaputt gegangen. So, das Parieren finde ich ist immer das Schwerste. Weil das hat immer so eine leichte Verzögerung. Okay. Das wusste ich zwar schon, aber danke. Ich nehme mal beide Waffen von dir, ne? Der Tempel war ja mal mega geschenkt. Und ich habe gelernt, Waffen auf andere drauf zu packen, bringt nicht sonderlich viel.
Ein Synaniumschwert? Ich lege das mal auf den Boden. Ich kann eh nicht viel mehr damit anfangen. Frage ich das an die Reiselanze. Auch wenn er es nicht sonderlich lange halten wird. Okay. Stärken durch Sonanium. Wenn ich da jetzt Sonanium dran packe, dann wird das nochmal stärker, oder wie? Wo habe ich's? Ich habe in einer Kiste übrigens auch mal großes Sonanium bekommen. Ablegen. Sieht jetzt auch nur noch aus wie ein Knüppel. Gar nichts mehr von dem Schwert. Ich wurde betrogen. Möge das Segenslicht dir Kraft schenken. Also das so ein, es wird offenbar ja stärker, aber es hat halt nichts mehr von dem Schwert dann. Oh, hi. Du wolltest bestimmt mit mir reden. Ich hab's angefasst. Okay, danke. Nichts, was ich schon nicht wissen würde. Dann gucken wir uns mal das große, bunte Loch an. Das Ganondorf erschaffen hat. Kann hier nicht rein. An der Stelle. Ich glaube, ich muss mit den Typen hier vorne eben kurz einmal quatschen. Natürlich kann man hier nicht Schild surfen. Natürlich nicht. Jetzt surf da runter. Ich bin nach oben geflogen und wieder runtergefallen. Ja, ein bisschen. Ja, wie soll ich da rein? Wo komme ich am besten rein? Zum Glück gibt es diese Wächter nicht mehr, die es beim ersten gab. Die waren nervig. Ich könnte es mal versuchen. Vielleicht ist er hier so gerade so irgendwo eine Ecke, wo ich mich einfach pökeln kann. Hier direkt unterm Tor könnte ich es mal versuchen. Wahrscheinlich zu hoch. Weil ich kann das Tor halt nicht öffnen. Ich versuch's mal mit drumherum klettern. Das funktioniert. Mach das Tor doch gleich weg. Ich kletter eh drumherum. Boah, hier könnte ich so viel Shit finden.
Da komme ich eh nicht durch. Muss ich jetzt ernsthaft den ganzen Weg hochkraxeln? Ohne irgendeine Möglichkeit, das abzukürzen. Ich kann halt nicht unendlich sprinten. Ich kann den alten Schild wegwerfen, der ist eh fast kaputt. Warte mal. Schild an Schild! Ich habe ihm ein kleines bisschen mehr Abwehrkraft gegeben. Schild mit altem Holzschild. Sehr kreativ. Ich will das nicht aufbauen, das Schwert. Eventuell brauche ich das nochmal. Warum kann ich mir selbst hier ein Auto bauen? Ich käme doch eh nicht durch das Tor. Oh, eine Fackel. Kann ich das an ein Schild packen? Dann habe ich so eine Art Fackelschild. Ja, habe ich. Jetzt einmal ans Feuer halten. Ja. Hat funktioniert. War eh ein Schrottschild. Das sind gute Sachen. Da will man den alten Scheiß wegwerfen. Steht, glaube ich, auch bei. Ah, hier, das kann man schnell aufladen. Und dann hätte ich nichts, was ich dafür weglegen könnte. Ich packe das einfach in mein Solanium-Schwert. So, jetzt hat das richtig große Range. Passt so schon. Sie wurden auch von mir nochmal zerfressen? Wo ist jetzt der Typ? Eine Holzkelle! Kennt ihr schon den Kellenschild? Ach schade, ich habe keinen Platz frei. Einmal draufklettern. Ach, warum geht das nicht? Wo ist denn jetzt der Typ? Muss ich zu dem kraxeln? Hier bin ich richtig, ne? Ja, ich habe Holm gefunden.
Mir egal, dass du beschäftigt bist. Ja, ich bin es. Nein, ist sie nicht. Das ist mein Plan. Perfekt, dann sind wir schon zu zweit. Ja, was ist mit der Prinzessin? Nee, das ist die andere wahrscheinlich. Ciao. Ja, ist weggeflogen wie ein Vögelchen. Jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Da will ich wenigstens sehen, wie es da unten aussieht. Das sieht heftig aus. Sieht aus wie aus einem Vulkan. Also, den Aussagen der Leute hier, egal was für Waffen ich hier finde oder Schilde, die werden alle Schrott sein. Und das habe ich Mumienmann zu verdanken. Toll. Ich hatte schon die Hoffnung, hier gute Waffen zu finden. Wie die Königsschwerter. Hier ist auf jeden Fall ein kleiner Freund. Ich sehe doch das Windrädchen. Darf ich mich hier oben drauf stellen? Nein. Eins. Wo ist das zweite? Warum will ich den Pfeil modifizieren? Nein. Da. So, noch einer, wahrscheinlich auf der Seite. Hier geblieben. Geschafft. Ich müsste den ganzen Weg zurück. Da ist ein Krog. Hier war es aber auch offensichtlich. Hier war es so mega offensichtlich. Ich würde mich freuen, sobald ich Marone gefunden habe. Dann wird erstmal meine Tasche erweitert. Gleich sind wir ja da. Da flog was runter. Hallo? Oh, ich habe gehört, du willst an mein Schwert. Ich habe ein Trümmerstück Schwert. Ich glaube, das wäre an einem Prügel viel besser gewesen. Wäre wahrscheinlich ein ultra geiler Hammer. Aber es war das Einzige, was ich gerade frei hatte. Das nächste Mal, wenn so ein Ding runterfällt, nehme ich einen Prügel und wenn das synthesiert ist, nehme ich aber die Synthese weg. Aber jetzt habe ich ein Trümmerstück Schwert. Von der Seite, wenn man so guckt, man könnte meinen, das wäre Excalibur, weil es ja auch in einem Stein gesteckt hat. Die Form passt sogar. Nur von der falschen Seite steckt es halt drin.
Die Damen, ich bin zurück. Ja, die ist gegen Himmel. Das Zeug ist, in der Welt kann man das sehr leicht für bare Münze nehmen. Ja, das wäre eine Idee. Ja, nimm dir ruhig. Bereit? Grundsätzlich. Ja, muss ich wohl. Nee, keine Fragen mehr. Das schon eher. Und weg sind sie. So, hier links war ein Kleidungsgeschäft, ne? Braucht man mehr Sachen. Also bei Kleidung habe ich mir bei Wild schon alles gegönnt. Sobald es ins Sichtfeld kam. Helia Kapuze, Helia Gewand, Helia Hose. Alles für die Hose. Ich würde dir gerne Sachen verkaufen. Ich habe nämlich kaum Geld. Müsste jemanden anschaffen lassen für mich. Dann hätte ich Geld. Ich überlege gerade, aus welchem Dorf du warst. Diese Nebencharaktere, die bleiben halt nicht so hängen. Kauf von mir? Ach, ich darf. Rhodonit erzieht doch Preise, hieß es. Nehmen die ruhig alles. Gibt's sonst irgendwas, das gut Cash macht? Stimmt ja, die fertig gezauberten Gerichte. Die geben auch nochmal gut Geld. Momentan habe ich eh noch nicht die extremen Werte, also nimm die ruhig. Geld ist jetzt gerade erstmal wichtiger. So, 600 Rubine habe ich. Dann gönne ich erstmal. Julia Hose. Julia Gewand und die Kapuze. Nee, wenn die Kapuze muss sein. So. Ich weiß, dass es Set-Bonis gibt, aber dafür muss man die erst aufwerten. So, jetzt sehe ich wenigstens mal anständig aus. Außerdem hat es bessere Verteidigungswerte. Kann ich dein Pferd haben? Du
Du gibst dich als mich aus. Ach, du sagst nichts dazu, dass da ein Faker neben mir ist. Ja, das habe ich schon gehört. Okay. Ich werde also noch Piraten verkloppen. Und weg sind sie. Auf in den Eimer in der Schande. Auf dass mich keiner sehen möge. Ich konnte Prinzessin Zelda nicht retten. Unnützer Held, ich bin. Hallo. Ja, davon habe ich schon gehört. Danke, sehr freundlich. Bleibt das jetzt auch offen? Okay. Ist ein bisschen tief, also springe ich mal nicht so runter. Oh, bist du die, die ich kenne? Nee. Ich hatte gedacht, du wärst die Schüchterne. Die hat auch so mehr blond-weißes Haar. Das frage ich mich auch immer. Du hast eine Mission für mich. Das weiß ich noch daran aus Wild, dass wenn die ein Ausrufezeichen so ein rotes haben, dann haben die eine Quest. Obst mit Pilzen. Nimm dir. Den einen Apfel werde ich nicht vermissen. Ja, bringt aber nicht viel. Oh, was ist denn das für ein geiles Schwert? Eine Bockenklinge und ein Reiseschwert. War das der Einzel? Nee, das war der Dicke. Ich tue das Soldatenschwert weg und nimm da in die Bockblinklinge. Obwohl, die ist schon synthetisiert, ne? Naja, egal. Ach, hier ist auch eine Statue. Ich glaube, 4 brauche ich pro Teil, ne? Ja, 4. Beim nächsten werde ich auch die Ausdauer boosten. Bei wem darf ich mir Quartier beziehen, dass ich schlafen kann?
Okay. Eventuell du? Nee. Leg ich mich einfach ins Bett? Ich lege mich einfach ins Bett. Gute Nacht, Leute. Ist schon morgen. Ich wollte noch weiter schlafen. Jetzt sollten die doch fertig sein, oder nicht? Die sagten, ich soll mich einmal schlafen legen, dann werden die fertig. Ja. Dann mach mal. Der ist aber ein bisschen groß, ne? Das scheint zu funktionieren. Okay. Pura Pet. Okay. Dann kann ich mich hier endlich importen. Das hätte ich gerade eben gern gehabt. Danke fürs Abonnement. Dankeschön. Ich brauche einen neuen Parasegel. Danke! Beim Abschusstest. Ich werde jetzt in die Luft geschossen, oder? Ich kann nicht wieder gleiten. Endlich. Ich werde einen Abflug machen, Leute. Es war schön, euch alle gekannt zu haben.
Hilfe! 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 Ich hab Angst. Jawohl. Ach, die Himmelskarte auch. Erstmal ein bisschen nach unten fliegen. Kurz vor Landung. Ah, ist das schön, wenn man das Parasegel hat. Das ist ein Segen. Es macht so viel einfacher. So, sie wollte Berichterstattung haben. Die kriegt sie jetzt. Abschusstest war erfolgreich. Nicht Abschluss, sondern Abschuss. Ich wurde ja wohl deutlich in die Luft geschossen. Das wäre eventuell auch so eine Möglichkeit, an die Himmelsinseln überhaupt ranzukommen, oder? Wenn das in der Nähe von denen wäre. Ich weiß ja nicht, wie die aufgestellt sind. Ja, nimm ruhig. Okay. Hebra, Elden, bei den Gerudos und noch in Randel. Und soll ich da anfangen, ne? Ja, ich hatte hingehen, keine Sorge. Ach, die Leute von der Zeitung. Es wird wahrscheinlich auch wie bei dem alten Zelda sein. In jedem Gebiet gibt es mindestens einen Turm. Ja. Okay, du hast eine Quest für mich. Ich gehe voraus. Ich werde mich hier im Übrigen nicht nur auf die Hauptquesten konzentrieren, ne? Ich will alles hier machen. Ja, der Morgen ist schön.
Und wie hast du das vor? Schlechte Idee. Ich werde da reinspringen. Rätselhaftes Bild. Ach so, die Wandmalereien. Obwohl, Meisterreihen, das trifft es eher so. Das hatten wir doch bei Schloss Hyrule im Untergrund gesehen. Ja, verständlich. Ja, ich springe liebend gerne da rein. Ach, ich kriege jetzt das Fotomodul, ne? Alles fotografieren, Leute. Alles fotografieren. Und weg ist er. Oh, ein paar Leuchtsamen. Danke, ich weiß, wie die funktionieren. Das Fotomodul ist noch nicht in meinem Inventar. Das Sonanium darf ich mir noch nicht nehmen. Warte mal. Ach, es stimmt ja. Ich wollte hier jetzt schon ein Foto machen. Ja, das ist die südliche Richtung. Wollte nur mal kurz nachprüfen. Jetzt hüpfen wir in den Untergrund. Wenn ich endlich mal Geschwindigkeit aufnehme. Der Abgrund, der war ein bisschen weiter weg, ne? Da darf ich jetzt erstmal ein Stück latschen. Ach, hätte ich doch nur ein Pferd. Ich könnte mir auch wieder versuchen, ein Auto zu basteln. Warte mal, wir haben was anderes als ein Pferd. Es darf mich nur nicht entdecken. Komm doch zurück. Nee, so weit will ich jetzt auch nicht zurücklatschen. Hast du davon was gemeint zu mir? Jetzt komme ich nicht, um mit dir zu spielen. Hm.
Ja, ich weiß, ich soll vorsichtig sein. Ich sehe jetzt schon da unten. Nee, nicht die Funkelfrucht. Wo ist es? Wo ist es? Da sind die Leuchtsamen. Okay, da geht's tief runter. Der Untergrund, der sieht cool aus. Ja, habe ich. Was würde passieren, wenn ich Nein sage? Dann gibst du mir wahrscheinlich welche, ne? Ja, ich weiß nicht mal, was im Material befestigt. Aber ich wusste nicht, dass ich auch einfach hier sowas nehmen kann. Das wusste ich nicht. Okay, Leute. Ich würde aber sagen, wir machen hier dann trotzdem schon mal für heute Schluss. Ich würde die Höhen hier gerne beim nächsten Mal erkunden. Für YouTube sage ich an der Stelle, wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen. Und von euch verabschiede ich mich an der Stelle dann schon mal. Wir machen hier beim nächsten Mal weiter.